Willkommen zum Lehrreden, Besprechen und Austausch. Und ich hoffe, ihr habt alle brav eure Hausaufgabe gemacht und den Paragraph 34 aus dem Wort des Buddha gelesen. Und hätte jetzt gern einen oder eine Freiwillige, um das mal vorzulesen. Okay, dann mache ich es. Ja, bitte, Anka. So. Sahest du, o Mensch, nicht unter den Menschen den ersten Himmelsboten erscheinen? Sahst du nie unter den Menschen eine Frau oder einen Mann von 80, 90 oder 100 Jahren, abgelebt, gekrümmt wie Dachsparren, gebückt, auf eine Krücke gestützt, schlotternden Ganges dahinschleichend, sich mit verwelkter Jugend, mit abgebrochenen Zähnen und ergrauten Haaren oder kahl, mit wackelndem Kopfe voller Runzeln, die Glieder mit Flecken bedeckt? Und dachtest du da nicht, o Mensch, der du Verstand besitzt und alt genug bist, auch ich bin dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen. So lass mich denn Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken. O Mensch, aus Leichtsinn hast du weder in Werken, Worten noch Gedanken Gutes getan. Wahrlich, o Mensch, jene böse Tat wurde weder von deiner Mutter getan, noch von deinem Vater, deinem Bruder, deiner Schwester, noch von deinen Freunden und Genossen, deinen Vätern und Blutsverwandten, noch von Geistern, Asketen oder Priestern. Du allein hast jene böse Tat begangen, du allein sollst deren Frucht erfahren. Sahst du, o Mensch, nicht unter den Menschen den zweiten Himmelsboten erscheinen? Kann man da mal kurz anhalten, Anka? Ja. Denn damit das nicht zu viel alles auf einmal wird. Was haben wir denn da bis jetzt gehört? Ja, was ich daraus verstehe, ist Folgendes. Irgendwie aus Unwissenheit verschließen wir die Augen, dass es uns auch so sein wird oder passieren wird, wie es jedem anderen passiert, dass man alt wird und die Beschreibung des Alters nach mir, nach meiner Meinung sehr beeindruckend ist. Sehr unfallverbrämt wird das da wirklich mal dargestellt, wie es dann wirklich ist. Genau. Und das ist ein Aspekt. Und das Zweite, was eigentlich ganz am Anfang ist, hier nicht zitiert, ist die Tatsache, dass wenn man die Zeit, die man hat, nicht benutzt hat, um gute Taten zu machen oder Heilsames zu tun, dass man dann halt seine Zeit vergeudet hat. Und was mir noch sehr gefallen hat, das war die Tatsache, dass es gesagt wird, du hast es getan. Du kannst nicht sagen, ja, es war wegen deiner Mutter oder dies, was man psychologisch als Projektion bezeichnet. Man die Sachen auf die Verantwortung für seine Taten für sich selbst annimmt. Und eigentlich die Frucht erfährt davon, ja. Die Auswirkungen. Genau. Aber das fand ich sehr gut, diese Tatsache, die eigentlich von Psychologen erst dann viel später zur Sprache gebracht wurde, von diese Neigung, die viele haben, den anderen die Schuld zu geben für Sachen, die einem
die man getan hat, ja, ich bin nicht schuld dran, der andere hat mich geärgert, deswegen habe ich so reagiert, oder ja, noch subtilere Aspekte, von denen ich jetzt kein Beispiel habe. Ja, also es wird ja im Prinzip gesagt, dass wenn wir uns dessen bewusst wären, dass wir dem Alter unterworfen sind und ihm nicht entgehen können, dass wir dann eine starke Motivation hätten, in Gedanken, Worten und Taten Gutes zu tun und darauf zu achten, immer wieder heilsame Ursachen zu setzen, die dann eben Wirkung zeigen. Und aus Leichtsinn heraus oder auch aus einer Art des Berauschtseins, ja, Paramatha hat eigentlich auch sowas wie einen Rausch haben, ja, wie der Buddha ja auch das so schön beschreibt, in der Jugend, da manchmal ja auch bis ins Alter unterliegt man dem Jugendrausch, obwohl es eigentlich theoretisch allgemein bekannt ist, dass Menschen nicht immer jung bleiben, wird das Alter irgendwie ausgeklammert, weil es eben vielleicht so erschreckend ist, sich einzugestehen, dass eigentlich jeden Tag immer einen Tag schon älter sind als davor und dass das nicht irgendwann schon wieder besser wird, sondern eigentlich immer weitergeht. Ne? Natürlich hat das Alter auch seine Vorzüge durch die wachsende Lebenserfahrung und so weiter, aber eben auch viel Ungemach durch körperliche Gebrechen und eben auch durch die zusätzliche Erschwernis, Heilsames zu kultivieren. Ja, wenn man irgendwie in Schmerzen oder mit Gebrechlichkeiten zu tun hat oder schon alt und abgelebt, müde oder kraftlos ist, ist es natürlich schwer, diese geistige Arbeit zu verrichten. Ich kann von mir selber sprechen. Ich war sehr, sehr, ich konnte sehr vieles tun und hatte sehr viel Energie. Und ich merke, dass es jetzt nicht mehr ganz so viel gibt davon. Energie, um etwas zu erledigen, um zu, ja, mit wenig Schlaf auszukommen, um dann etwas, was mich interessierte, zu tun oder sowas. Und das lässt nach. Mhm. Das ist nur der Anfang. Der Anfang vom Ende, sozusagen. Ja. Genau. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist insgesamt, um die Lehrrede zu verstehen, ist, dass die ursprünglich, das ist ja hier nur ein Auszug, aber weil die ganze Lehrrede recht lang ist, habe ich es diesmal dabei belassen. Und diese ganze Aussage stammt eigentlich von Yama, dieser Figur, die immer wieder in den Lehrreden auftaucht, die sowas wie ein Totenrichterrolle erfüllt. Ja, und da kann man natürlich jetzt entweder, sagen wir mal, folklore-lastig sich vorstellen, dass da wirklich so ein Totenwächter, ein Totenrichter auf uns wartet. Oder wir können das natürlich als eine Personifizierung unserer eigenen psychologischen Prozesse sehen, die in diesem Prozess des Sterbens und Wiedererscheinens dann eben ablaufen. Ja, dass wir vielleicht auf unserem Totenbett selber dieser Richter oder diese Richterin sind, die sich dann fragt, ja, wieso jetzt, wo du da liegst und stirbst, kommst du plötzlich drauf, dass du eigentlich Heilsames hättest tun wollen und hast du nicht dein Leben lang gewusst, dass du alt werden wirst und eben krank und irgendwann am Sterbebett liegen wirst. Ja, und dann kann es gut sein, dass wir uns dann in dem Moment denken, hätte ich da noch öfter dran gedacht, dass ich
meine Zeit gut nutze für das, was mir eigentlich wirklich am Herzen liegt und wirklich wichtig ist. Und zwar hervorrangig die Entwicklung des eigenen Geistes hin zum Loslassen, hin zum Heilsamen. Darf ich noch kurz fragen? Ja, bitte. Weil ja so dieses Sterbliche immer so im Vordergrund steht. Also jetzt, was ist der Unterschied in der Dringlichkeit jetzt? Warum in dem Moment, in dem es dem Ende zugeht, warum... Okay, man kann es natürlich da bereuen, weil man dann de facto keine Möglichkeit mehr hat, es zu ändern. Aber warum sollte man ausgerechnet da dann so dolle denken, ach Mensch, hätte ich mal? Naja, man soll ja so leben, dass man sich das dann nicht zu denken braucht. Das geht also, ja. Also nee, das meinte ich nicht. Aber warum wird das so thematisiert, dass in dem Moment, wie das Bereuen so stark auftritt? Naja, weil also man da irgendwie Bilanz zieht, ne, über das eigene Leben. Entweder jetzt in Gestalt von so einem Totenrichter oder eben im eigenen Erleben. Und es beschreibt einfach, wie es nicht ausgehen soll. Und dass wir uns vielleicht jetzt schon dran denken, ja, meine Güte, so möchte ich dann nicht sterben, dass ich mir denke, hätte ich doch mehr von dem gemacht, wovon ich das Riesenglück habe, die Möglichkeit bekommen zu haben. Und okay, warum also habe ich nicht öfter daran gedacht, dass ich alt werde und dass das irgendwann diese Riesenchance als Mensch, das Dhamma praktizieren zu können, wieder vorbeigehen wird? Okay, einfach nur, weil ich es überhaupt nicht weiß. Denkt man sich das in dem Moment, weil man sich das gewünscht hätte für ein sinnvolleres Leben, ist man dann primär um sich selbst besorgt oder um die anderen? Oder warum fällt es einem da so brisant auf, was wichtig gewesen wäre? Ja, gute Frage. Ich denke, dass das hier einfach eine auch als Metapher dient, um uns aufzurütteln, ne? Dass wir wenn wir es schon in unserem Alltag oft nicht schaffen, uns berühren zu lassen von der Endlichkeit dieser Chance. Dass es uns vielleicht dann genug Eindruck auf uns macht, wenn wir uns das so vorstellen, dass der im Sterben dann deutlich werden wird, dass wir eigentlich eine große Chance verpasst haben, wenn wir uns nicht wirklich dahinter klemmen und uns bewusst machen, dass jeder Moment eben eine erfasste oder verpasste Möglichkeit ist. Ja, Alltag, Angst und Tod sind in unserer Gesellschaft ja auch ganz gerne outgesourced an Institutionen, ne? Sodass man gar nicht so unmittelbar häufig damit in Kontakt kommt. Umso wichtiger ist es schon, sich das auch immer mal wieder klar zu machen, ne? Dass das tatsächlich so ist. Dann verstehe ich schon diese, sag ich mal, pädagogische Absicht des Buddha hier, ne? Die Dringlichkeit der Praxis durch diese sehr ungeschminkte Darstellung eben zu befeuern. Mich hat es auch erinnert, er hat ja selbst diese drei Himmelsboden bei seinen Ausfahrten, ne, als er noch Prinz Gotama war, gemacht und dann als ein Mönch gesehen. Und ihn hat dieses Erleben ja dann dazu gebracht, sich auf den Weg zu machen. Ne? Also ist das, denke ich, einfach eine Möglichkeit, über die Beschäftigung mit diesen Aspekten der Wirklichkeit die eigene Praxis immer wieder auch aufrechtzuerhalten. Ja, auch eine Weitergabe des Buddhas hier von seiner eigenen ganz persönlichen Erfahrung. Ne? Das, was ihn auf seiner ja wesentlich beschwerlicheren Suche nach der Wahrheit, als wir die jetzt haben, immer wieder motiviert hat.
Sorry, ich würde noch ein letztes Mal, ich weiß nicht, warum ich manchmal solche Sachen zu Ende deklinieren muss, aber könnte man nicht kurz vorm Sterben denken, jetzt ist es auch egal? Also ist es nicht viel vorher wichtiger, dass man, also ist es nicht wichtig, dass man früh anfängt, weil dann das ganze Leben davon beeinflusst ist? Also ja, dann, wenn man, was ist es denn dann noch wichtig? Darf ich wieder? Ich weiß nicht, Svenja, warum du ständig auf die, zurückkommst auf diesen letzten Moment des Lebens. Das ist nicht, glaube ich, das Wichtigste in der Lehrrede. In der Lehrrede ist es wichtig, dass wir verstehen die ganze Zeit, dass es uns präsent ist die ganze Zeit, dass es so zu Ende gehen wird. Der letzte Moment, das ist... Ja, eventuell symbolisch mit diesem Yama gemeint, aber im Grunde genommen müsste man sich das ganze Leben damit beschäftigen. Und was der Buddha charakterisiert im Vergleich zu uns, ist die Tatsache, dass er so ergriffen war von dieser Wahrheit des Lebens, des allgemein, dass er sich auf die Suche gemacht hat. Und wir haben seine Lehre und sind trotzdem sehr oft versucht zu sagen, naja, nicht heute, sondern morgen, ich habe noch Zeit, heute will ich noch meinen Spaß haben und so weiter. Und das ist der springende Punkt in der ganzen Lehre. Genau. Und genauso steht es ja eigentlich auch hier, wenn wir uns das, also oft vielleicht auch mal so ein Tipp, wenn man irgendwie jetzt sich in sowas hineinverbohrt, wo vielleicht ein Knoten im Kopf entsteht, einfach nochmal lesen, was da steht. Ne? Also wer immer das jetzt ist, der hier spricht am Todesende, was halt hier einfach ein Narrativ ist, dachtest du da nicht, oh Mensch, der du Verstand besitzt und alt genug bist. Auch ich bin dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen. So lass mich denn Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken. Also das ist ja genau die Frage, die uns wieder in die Gegenwart zurückholt. Na, wenn wir jetzt von uns behaupten wollen, ein Mensch mit Verstand zu sein, dann sollten wir uns gemäß dieses Textes, wir uns ja die Frage stellen oder wir uns bewusst machen, dass wir dem Alter unterworfen sind und deswegen eine Dringlichkeit empfinden, Gutes zu tun. Ja, ich glaube, der Band ist dann gar nicht über ein bisschen schneller. Okay, wir können ja beides sagen, nicht? Ja, eine Anmerkung dazu. Ein Aspekt, den diese Kontemplation immer wieder hat, ist eben zu schauen, was wirklich essentiell im Leben ist. Also das bringt mich dann immer wieder zurück dazu, all diese kleinen angenehmen und unangenehmen Dinge, die mir zustoßen, die ich oft sehr tragisch oder sehr wichtig finde, die schauen dann irgendwie ganz anders aus. Ja, dann eben wirklich schauen, was ist das Essentielle. Und das hat, da sehe ich eine Verbindung auch mit dem, was vorher diskutiert wurde. Also ich fand das sehr schön, auch Anka hat gesagt, dass wir eben selbst verantwortlich sind, genauso wie es der Buddha ja sagt, und das nicht auf andere zu schieben. Und dann eben auch die Verantwortung. Und das hat auch für mich sehr viel mit dem letzten Moment dann zu tun. Vielleicht haben wir auch eine Verantwortung, die über dieses Leben hinausgeht. Also wenn ich dann auch den samsarischen Maßstab ins Auge fasse, dann ist das noch viel, viel wichtiger, das Richtige zu tun in diesem Leben. Und dann ist es noch viel, viel, wie soll ich sagen, nachlässiger, mich wegen diesen kleinen, angenehmen und unangenehmen Dingen im Leben immer wieder davon abbringen zu lassen. Ja, also da würde ich auch noch was sehen, wo auch im letzten Moment dann doch noch eine Wichtigkeit besteht, wenn man eben das buddhistische Weltbild, das nach diesem Leben ist es nicht aus, auch in Betracht zieht und dass wir ja mit unserer Praxis auch daran arbeiten oder arbeiten können. Wer wollte noch was sagen vorher? Ich wollte noch was sagen, weil ich die Frage von der Svenja
gar nicht so merkwürdig finde, wenn man sich den Tod anschaut als Identitätskrise. Und im Laufe eines Lebens tauchen ja bei den meisten Menschen häufig Identitätskrisen auf. Natürlich ist der Tod die ärgste, die man sich vorstellt, oder die größte Herausforderung. Aber ich meine, das geht vielen Menschen so, dass sie oft solche Krisen haben und dann solche Krisensituationen, wo es eben so nah dran geht, dass das, was man sich selber so lange aufgebaut hat, nicht mehr haltbar ist, dann kann man sich und dann wird man sich, wenn man aus der Krise rauskommen kann, solche Fragen stellen. Also das kann einem als, ich weiß nicht, Pubertierender schon passieren, dass man das Gefühl hat, das Leben ist aus und es geht nicht mehr weiter. Und wenn man sich dann diese guten Fragen stellt, so wie es der Buddha einem ja ganz klar zur Hand gibt, dann wird man diese Krisen überwinden. Also ich glaube, dass man das auch bedenken soll, diese unglaubliche Krisensituation, die natürlich auch eine, stelle ich mir vor, eine große Chance ist. Weil wenn man es bis dorthin nicht begriffen hat, dass das mit dem Körper nicht ewig weitergeht oder mit den Sinnengenüssen nicht ewig weitergeht, dann wird es natürlich haarig. Aber es taucht oft und oft im Leben von sehr vielen Menschen schon vorher auf. Ja, und dann kann man es vielleicht ja auch wiedererkennen. Ne? Vielleicht appelliert der Buddha ja genau an diese Erfahrung, die wir vielleicht im Kleinen schon aus dem Leben kennen. Wird quasi paraphrasiert zu sagen, ja, stell dir mal vor, du bist dann am Todesende, am Lebensende und musst dir dann wirklich endgültig Bilanz ziehen über das, was du mit deinem Leben gemacht hast und wie willst du dann dastehen? Ja, das kann ja auch eine Motivation sein, sich zu überlegen, wie man jetzt hier und jetzt im gegenwärtigen Moment mit der Möglichkeit eines einsatzfähigen Geistes und Körpers, wie man damit umgeht, wo man das hin investiert. Richtig, es geht auch noch darüber hinaus, weil wenn man das bewusst erlebt hat im Laufe seines Lebens, solche Krisen, dann weiß man auch, und das schließt dann das an, was der Bhante Sangamaji gesagt hat, dann weiß man, ich habe Krisen schon überwunden und es ist irgendwie, ich kann, also es geht weiter, ja, also dieses, wenn man dran glaubt, dass es weitergeht, was ich ja hoffe. Ja, also ich würde jetzt nur eben vielleicht schon das, was der Buddha hier sagt, da geht es primär darum, was mache ich mit dem jetzigen Moment und nicht so sehr eine Anleitung, wie kann ich dann besser sterben. Ja, das ist ja quasi nur eine Projektion in die Zukunft, die mir helfen soll, mit der Gegenwart sinnvoller Haus zu halten. Indem ich mir bewusst mache, ja, jetzt habe ich noch die Möglichkeit und wenn ich einigermaßen Verstand besitze, dann ist mir klar, dass das Alter und die Krankheit und der Tod mich mit Sicherheit einholen wird. Dann entsteht eben dieses Sangvega, diese Dringlichkeit, die ja für die Praxis immer wieder so wichtig ist, weil die Gewohnheitstendenzen einfach nicht automatisch in eine heilsame Richtung ziehen. Dessen müssen wir uns eben leider auch einmal bewusst werden. Wenn ich nur den Geist selber machen lasse, was ihm gerade so einfällt, dann kommt eben nicht viel dabei raus. Und ich wäre, wie der Buddha das so drastisch formuliert, wie ein Ochse, der einfach sein Heu frisst, ein Leben lang nur da immer dieses Wiederkäuen meiner eigenen Konditionierungen erleben und da nie darüber hinaus wachsen.
Ich finde, es sind ja auch zwei Zustände, die du auch in der Meditation beschrieben hast, diese unheilsamen. Einmal die Nachlässigkeit, dass ich denke, ich habe ja noch so viel Zeit. Und dann das Gegenstück, die Unruhe und die Angst und Überforderung. Und das irgendwie, ja, dazwischen ist man ja immer irgendwie unbewusst. Und von daher ist es auch ein Hin- und Hergezogensein. Naja, ja, obwohl, ich würde dem nur bedingt zustimmen, weil das Zweite, dass man sich überfordert fühlt, weil man zu viel Ergriffenheit hat, ist nicht etwas, was wir die ganze Zeit normalerweise haben. Ja, das ist quasi schon ein Luxusproblem, wenn man das Dhamma so auf sich wirken lässt, dass es einen vor Dringlichkeit irgendwie unruhig macht. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Alltagsproblem der meisten von uns. Ja? Das meinte ich auch nicht. Ich meinte die Angst. Mal, ich meinte die Angst, die mit der Vorstellung der eigenen Endlichkeit aufkommt. Das meinte ich. Mhm. So, aber dann hast du vielleicht was anderes gemeint in der Anleitung. Naja, auch die steckt, glaube ich, viel weiter im Hintergrund als einfach diese Nachlässigkeit, die so den Alltag halt Alltag sein lässt. Aber ich wollte es halt irgendwie mit einfach als Werkzeug dazu gesagt haben, weil es ja passieren kann, gerade wenn man sich dann punktuell mit diesem Thema beschäftigt, und es war ja irgendwie auch jetzt eine Woche lang so, habt ihr das vielleicht schon gelesen und drüber kontempliert und so weiter, und dann kann das ja sein, dass man das wirklich, dass es auf einen wirkt und dass wir dann plötzlich merken, hu, das ist ja brenzlig, da geht es ja wirklich um was. Und ich habe nicht ewig Zeit für etwas eigentlich furchtbar Wichtiges. Und aus dem heraus kann dann auch so kann die Dringlichkeit ein bisschen überdosiert sein, in dem Sinne, dass sie uns nicht mehr die Ruhe finden lässt, die wir eigentlich für die Dhamma-Praxis ja brauchen. Das ja, meinte das ich. Ne? Das wäre dann quasi, das wäre auch ein Problem, aber ein Problem quasi schon auf der nächsthöheren Ebene, als einfach dieses für uns alle, denke ich, viel gebräuchlichere Alltags ist mir doch wurscht und alt bin ich dann später oder ich genieße halt jetzt mal das, was noch geht, so auf die Art. Ja. Ich denke, das Problem löst sich durch die Praxis sowieso. Also wenn ich jetzt wirklich diesen starken Drang habe und vielleicht auch eine Unruhe, mich dann aber wirklich dazu aufraffe, zum Beispiel zu meditieren, dann kann ich das Problem, glaube ich, ohne große Probleme wieder in den Griff bekommen. Ja, ja. Klar, also wenn man tatsächlich praktiziert, dann lösen sich ja eigentlich alle Probleme. Ja, das einzige Problem, das sich durch Dhamma-Praxis nicht lösen lässt, ist, dass man nicht Dhamma praktiziert, weil man es dann ja nicht macht. Ja, klingt irgendwie offensichtlich, aber und das ist ja, denke ich, genau hier das Anliegen. Ne? Das wird ja jetzt gar nicht genau geschildert, was ist jetzt das Gute und was ist das Heilsame, sondern hier geht es mal primär darum, jetzt reiß dich zusammen und mach was Sinnvolles, weil du wirst irgendwann runzelig und schlotterig daherkommen und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, noch kraftvoll zu praktizieren. Ja, also die Dhamma-Praxis wird schon funktionieren, wenn wir sie einfach ausreichend machen würden. Dann würden sich die meisten Probleme der Praxis schon irgendwie lösen. Also eigentlich das Hauptproblem Praktizierender ist, dass sie einfach nicht praktizieren oder nicht ausreichend. Weil die Hindernisse immer wieder dazwischen funken.
weil die Nachlässigkeit eben sagt, ja, so wichtig ist das jetzt nicht. Aber wenn dann die Krankheit kommt, ist ja oft zum Beispiel vom ehrwürdigen Janapunika uns in Sri Lanka erzählt worden, dass er auch ja ein sehr gelehrter Mönch war und viele tolle Bücher auch verfasst hat und dann im hohen Alter plötzlich noch so einen ganz starken eine Dringlichkeitsphase erlebt hat, wo er dann wirklich schon, also hoch betagt, dann schon mit den Händen musste sich irgendwo an einem Handgeländer abstützen und hat dann da noch Gehmeditation gemacht seine letzten Jahre und hat dann wirklich nochmal, wollte das noch alles in die Tat umsetzen, was er eigentlich in der Theorie immer schon gewusst hat. Ja, und das ist dann natürlich super, wenn man das noch schafft, auch im hohen Alter sich dazu aufzuraffen, aber viel einfacher wäre es doch, das zu machen, solange man noch die Kraft dazu hat. Und wir haben auch keine Garantie auf ein hohes Alter. Ja, das Alter ist ja auch erst der erste Götterbote, den wir jetzt hier gelesen haben. Sollen wir noch den zweiten lesen? Hat jemand zur Hand? Kann ich machen? Ja, bitte. Sahst du, o Mensch, nicht unter den Menschen den zweiten Himmelsboten erscheinen? Sahest du nie unter den Menschen eine Frau oder einen Mann, krank, elend, schwer leidend, sich im eigenen Kot und Urin umherwälzend, der von anderen aufgerichtet, von anderen niedergelegt werden muss? Und dachtest du da nicht, o Mensch, der du Verstand besitzt und alt genug bist? Auch ich bin der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. So lass mich dein Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken. So, Nummer zwei. Das würde dann hier noch weitergehen. Ne? O Mensch, aus Leichtsinn hast du weder in Werken, Worten noch Gedanken Gutes getan. Wahrlich, o Mensch, jene böse Tat wurde weder von deiner Mutter, deinem Vater, Bruder, Schwester oder Freunden und Genossen, Vettern und Blutsverwandten noch von Geistern, Asketen oder Priestern getan. Du allein hast jene böse Tat begangen, du allein sollst deren Frucht erfahren. Also jene böse Tat, falls man natürlich theoretisch eine böse Tat begangen hat. Das habe ich mich eben auch gefragt, ob die Unterlassung als böse Tat angesehen wird. Unterlassung von Heilsamen. Gottes tun. Das habe ich auch so verstanden. Es ist hier, kann man durchaus so verstehen, dass alles, was nicht heilsam ist, eben nicht heilsam ist. In dem Kontext hier ist es aber vielleicht nicht unbedingt so gemeint. Na, weil in dieser Lehrrede, wo der Yama dann da Gericht sitzt, das dann weitergeht damit, dass der hier gestorbene Mensch dann auch eine saftige Strafe von dem Todesrichter aufgebrummt bekommt. Also wahrscheinlich schon auch was aus dieser Leichtsinnigkeit heraus dann eben auch was angestellt hat in Gedanken, Worten und Taten. Sie gibt ja noch einmal einen Unterschied zwischen Kusala und Akusala und Kalyana und Papa. Ne, dass hier das Gut und Böse, bin ich sowieso gewundert, dass das noch niemand angesprochen hat. Das ist jetzt nicht unser Standard heilsam, nicht heilsam oder zielführend, nicht geschickt, wie wir das von Kusal und Akusal kennen, sondern schon die, sagen wir mal, wertendere Begriffspaar von Kalyana und Papa. Könntest du uns bitte in den Chat die zwei Worte schreiben? Weil Kalyana weiß ich, aber Papa. Papa, P, langes A, P, A. Ah, Papa-Kammer okay. Ist das hier, böse Tat.
Ich finde diesen Aspekt, ehrlich gesagt, gerade sehr interessant, weil ich jetzt gestehen müsste, dass mich manche Argumente im Verlauf der Diskussion eben nicht ganz überzeugt haben mit dem Alter. Hingegen finde ich diesen Aspekt, dass man Gefahr läuft, Unheilsames zu tun, wenn man nicht Heilsames tut, also wenn man nicht aktiv daran arbeitet, Heilsames zu tun, dass man dann mehr oder weniger bound to be, also wie heißt das, verurteilt ist oder einfach das immer wieder vorkommen wird, dass man Unheilsames tut, das ist für mich wesentlich direkter nachvollziehbar an Dringlichkeit, als dass ich irgendwie im Alter mich ärgere, oh Mensch, warum habe ich, also das finde ich, das ist, das ja, ist, ja. Überzeugt mich gerade mehr. Freut mich, weil es eigentlich ging es die ganze Zeit ja darum, es ging ja nicht darum, dass du dich im Alter ärgern wirst oder nicht, sondern dass du jetzt, dass du es jetzt schaffst, das Richtige zu tun. Und wenn du von Haus aus nicht genug Integrität besitzt, was uns allen ja vielleicht so geht, dann denke mir ist das jetzt im Moment wichtig, dass ich das tue, was ich am richtigsten finde, dann kann es dich zusätzlich motivieren, dass du daran denkst, dass das eine limitierte Möglichkeit ist. Dass irgendwann bist du vielleicht nicht mehr in der Lage, genau das zu tun. Und dann ist jeder Moment, wo du es schon kannst, eben umso wertvoller. Ich weiß nicht, warum das mich echt nicht überzeugt. Also für mich ist es ganz wichtig, dieser Gedanke, also das Richtige zu tun, weiß ich nicht, triggert mich irgendwie nicht sofort. Aber dieses, oh Gott, ich will nicht die ganze Zeit was Unheilsames, das kommt bei mir sofort an. Und wenn ich dann auch die Überlegung, wenn ich nicht trainiert bin, dann wird es mir immer wieder passieren, dass ich was Unheilsames mache. Und das möchte ich nicht. Das ist für mich sofort einleuchtend. Ja, ja. Aber diese Fähigkeit wirst du vielleicht irgendwann verlieren. Wenn du alt bist und gebrechlich, dann hast du vielleicht nicht mehr die Kraft, so am Heilsamen zu arbeiten, dass du das Unheilsame verhindern kannst. Dann bist du vielleicht eine grantige Greisin, die alle beschimpft, die vorbeigehen, und da kannst du überhaupt nichts mehr dagegen machen. Genau, aber in dieser Verhinderung des Unheilsamen begründet sich für mich sehr schlüssig eine Dringlichkeit. Jetzt und im Alter. Na, ja, genau. Also jetzt ja eigentlich. Ne? Das Alter, das der Buddha hier so dramatisch schildert, ist ja eigentlich der Versuch, einen Zustand zu beschreiben, der uns das eben erschwert oder unmöglich macht oder halt, die zeitliche Limitation dieser Möglichkeit aufzeigt. Das macht es dann irgendwie noch erschreckender, dass wir dafür nicht ewig Zeit haben. Ich habe mal, noch eine ganz andere Frage. Ja, du hast ungefähr noch eine halbe Minute Zeit dafür. Nur eine Minute. Und zwar, wo bekommt man denn diese Texte her? Welche, die wir gerade gelesen haben, nachher aus dem Buch? Du hast dann heute gesagt, genau, Paragraph so und so. Genau, das Wort des Buddha ist das von ehrwürdigen Jnana Tilaka. Das ist unsere Studiengrundlage. Wie heißt der? Jnana Tilaka. Ah ja. Ich schick's dir, ich hatte die Frage auch schon. Ich schick's dir jetzt gleich. Ja, das ich glaube, wenn man neu ist, dann weiß man nicht, welches Buch gemeint ist. Computer, genau. Ja, gut, dass du gefragt hast. Ja, dann ist unsere Möglichkeit, gemeinsam hier damals zu diskutieren, auch abgelaufen. Aber hoffentlich sehen wir uns wieder. Und bis dahin, alles Gute. In Dringlichkeit und Gelassenheit.